Ja, hallo, hier ist mal wieder der Quert und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Auch mal wieder etwas länger nichts von mir gehört, aber das ist ja, eigentlich sage ich das in fast jedem Video. Oh Mann. Ja, es gibt nämlich einiges zu berichten. Denn, wie der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat, ist die E3 ja bald, nämlich am 9. Juni. Und jetzt haben wir meines Erachtens den 5., aber ich werde mich hier nochmal kurz vergewissern. Tatsache, ja, den 5. Juni. Und am 9. Juni ist bereits die E3, wollte ich nur nochmal darauf hinweisen, wenn ich irgendwelche Links finde, wo irgendwelche Streams dazu sind, weil Microsoft selbst, macht ja immer. Ne, so Streams von ihrer eigenen Pressekonferenz und bla. Werde ich das auch nochmal irgendwie in die Beschreibung verlinken, wenn ich sowas finde. Ansonsten, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, bei euch ist auf höchstwahrscheinlich bereits der 6. Juni oder so, so wie ich mich kenne. Ich bezweifle, dass ich es schaffe, das Video heute noch hochzuladen. Aber naja, egal. Mit anderen Worten, es ist noch viel weniger Zeit bis zur E3 für euch. Also seid drauf gefasst, denn auf der E3 gibt es einige Dinge, die man. Ja, also vor allem für uns als Halo-Spieler, also zumindest sind hier, schätze ich, noch einige Leute Halo-Spieler, die uns zuschauen, und ich bin's ja auch hauptsächlich, wird einiges Interessantes auf uns zukommen, denn es wird vieles gemunkelt. Es wird gemunkelt, dass eine Halo 2 Anniversary Edition kommt und so. Es wird sogar gemunkelt, ich glaube auf Engadget oder irgendwie so war das, wenn ich den Artikel dazu noch finde, dann werde ich den natürlich auch in die Beschreibung packen, dass eine sogenannte Chief Box rauskommen wird, also für die Xbox One nochmal alle Teile, in denen der Master Chief drin war, also Halo 1, 2, 3, 4. Und 5 kommt ja sowieso nur für die. Obwohl, ist gar nicht sicher, vielleicht kommt es auch noch für die 360, aber es kommt auch auf jeden Fall für die One, ne? Wäre ja auch blöd sonst, zumindest wenn man Microsoft ist. Und somit ist es ja sowieso schon auf der One, aber die anderen Teile, die eben noch nicht auf der One sind, die wird gemunkelt, kommen eventuell als Chiefbox-Bundle, wie auch immer. Genau. Was mich persönlich auch noch sehr freut, ist, dass Forza Horizon 2 angekündigt wurde. Forza 5 war ja nicht schlecht. Ich habe es kaum gespielt, weil ich auch kaum Leute habe, die spielen. Obwohl ich sagen muss, dass ich gerade eben vor kurzem noch wieder ein, zwei Rennen gespielt habe. Und ich sagen muss, dass mir Forza immer noch verdammt viel Spaß macht. Muss man nicht nachvollziehen können, aber mir macht es total viel Spaß. Und das Einzige, was mir, oder einer der großen Teile, die mir in Forza 5, doch ja, Forza 5 gefehlt haben, war die Open World aus Forza Horizon. Forza Horizon war ja mein erstes Forza und ich habe wie immer die Open World geliebt, weil ich ein Open World-Liebhaber bin, schlechthin. Ich mag es, wenn ich irgendwie rumcruisen kann und sinnlos Scheiße bauen und einfach komplette Freiheit habe. Und die hat mir sehr gefehlt im fünften Teil und in Horizon wird sie höchstwahrscheinlich wieder da sein. Zumindest schätze ich, dass es eines der Merkmale war und oder ist, die Horizon ausgemacht haben. Ja, und deswegen freue ich mich da auch sehr drauf. Genau, dann was auch noch recht interessant sein dürfte, für alle, die bereits eine Xbox One haben, ist, dass jetzt demnächst, ziemlich bald höchstwahrscheinlich, also ich glaube, bei den Amis wird es bereits ausgerollt. Hier bin ich mir nicht so sicher, wann das dann kommt, aber höchstwahrscheinlich auch noch diesen Monat irgendwann. Es gibt nämlich das sogenannte June-Update und das ist eben für die Xbox One und das bringt einige coole Neuerungen und die coolste davon ist wohl einen externen Festplatten-Support. Wenn man nämlich eine USB 3.0 fähige externe Festplatte hat, dann kann man die anschließen. Und was ich nicht gedacht hätte, zumindest laut dem Artikel, den ich bei WP Central gelesen habe, also zumindest sonst müsste ich sagen WP Zentral, lass mir das lieber, den ich bei WP Central gelesen habe, heißt es, dass man scheinbar auf diese externe Festplatte dann auch Spiele installieren kann, was ich persönlich eben nicht gedacht hatte, weil ich dachte, die Verbindung wäre zu langsam dafür, aber scheinbar soll das möglich sein und das ist doch super, vor allem weil wir eine fest verbaute Festplatte in der Xbox One haben, was recht nervig ist, was nämlich bedeutet, dass man sie nicht upgraden kann und 500 Megabyte, fail, ja, das wäre ziemlich wenig, aber 500 Gigabyte sind auch noch relativ wenig. Es mag zwar im Vergleich zu den alten Konsolen
deutlich mehr klingen, weil die hatten meist nur so 120 oder die Xbox Arcade, glaube ich, war es, die allererste, hatte nur eine 20 GB Festplatte oder so. Das war schon recht ziemlich wenig, aber 500 GB sind auch vergleichsweise wenig, wenn man bedenkt, dass die ganzen AAA-Games momentan immer, ja, Speicher benötigen wie sonst noch was, weil an der 360, wenn man dort das installiert hat, dann hat das meist so 6, 7, manche 12, 14, kommt drauf an aufs Spiel, manche haben relativ viel gebraucht, manche aber eben auch nur wenig. Ich würde sagen, so durchschnittlich war es 8 GB, wenn man es installiert hat. Und auf der One brauchen halt die meisten AAA-Games so, keine Ahnung, 30 GB, habe ich ja. Und deswegen, tja, ist 500 GB relativ schnell weg, wenn jedes Game so seine 30, 35, 40, manche sogar, glaube ich, schon 50 brauchen. Aber nun gut, ja, das ist auf jeden Fall sehr erfreulich zu hören, weil es zumindest, ich schätze höchstwahrscheinlich, dass im Laufe des Life-Cycles der Xbox One sicherlich auch noch ein Modell rauskommen wird, wo man die Festplatte höchstwahrscheinlich wieder rausnehmen kann, tippe ich mal. Aber für die ganzen Early Adopters wäre das natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn dem nicht so wäre. Also wenn man die Festplatte nicht erweitern könnte irgendwie. Und somit ist das sehr schön zu hören. Was auch noch kommen soll, ich glaube, es kamen noch ein paar mehr Änderungen, aber ich erinnere mich gerade nur noch an eine weitere. Und das war, dass man die Namen der Freunde anzeigen lassen kann. Also nicht die Gamertags, sondern die Namen. Weil bei der Xbox One ist ja eh alles so, einen auf ich mach persönlich und bla, ich mach einen auf persönlich, wollte ich eigentlich sagen, egal. Ich meine, wenn man sich anmeldet, dann kommt eh gleich die Xbox und sagt, oh, den eigenen Namen, hallo, eigener Name. Also in meinem Fall, hallo Arvid. Und ich sag dann nichts. Unsere Beziehung ist schwierig, nein, Spaß. Aber ja, wie gesagt, grüßt einen die Xbox One, wenn man sie anschaltet und sich selbst anmeldet. Immer mit dem eigenen Namen. Und ich glaube, den kann man dann sich so gesagt von seinen Freunden anzeigen lassen. Wobei sich das sicherlich auch irgendwo deaktivieren lässt. Also ich meine, es ist standardmäßig eh nicht aktiviert, aber wenn man es aktivieren möchte, kann man es jetzt tun. Und ich glaube auch, dass es für die anderen Leute möglich ist, zu deaktivieren, dass andere Leute ihren Namen sehen. Oder so, keine Ahnung. Schätze ich mal auf jeden Fall. Genau. Ja, naja, eine Sache fällt mir noch ein, die in dem Update auch noch kommen soll, wenn ich mich recht entsinne, und zwar, dass man wieder, wie bei der 360, festlegen kann, mit welchem Account sich die Xbox standardmäßig anmelden soll. So, momentan ist es ja, dass man sich entweder immer mit dem Controller anmelden muss, Controller, oder mit der Kinect, die einen dann so erkennt, in your face, bam, Kinect, und dann, hey, das bist du, und dann meldet sie dich an, oder so, keine Ahnung. Und das soll jetzt eben wieder gehen, dass, wenn man die Xbox hochfährt, dass es sich standardmäßig anmeldet mit irgendeinem Account, den man eben davor festgelegt hat. Und das ist sicherlich auch ganz cool, weil man dann nicht immer warten muss, bis sich der Shit da anmeldet und bla, die Kinect einen erkennt oder man selbst den Knopf drücken muss, sondern es wird einfach ein bisschen mehr convenient, um einen Anglizismus reinzubringen. Wobei, stimmt das überhaupt? Bin mir nicht sicher. Sind Anglizismen denn nicht nur Wörter, die ins Deutsche übernommen wurden, aber Englisch sind? Ich habe keine Ahnung. Egal. Ja. Und zu guter Letzt gibt es noch weitere erfreuliche News, die aber nur mich betreffen. Ich werde sie euch trotzdem erzählen. Ich habe endlich meinen neuen Converter bekommen, weil mein alter ist kaputt gegangen. Und das war scheiße, weil ich habe hier ein relativ kompliziertes Setup, zu dem ich vielleicht auch mal entweder einen Blog-Eintrag oder ein Video machen werde, bestehend aus mehreren Convertern, da mein PC-Bildschirm, an dem ich spiele, hat kein HDMI, weil der noch etwas älter ist und auch nicht der teuerste war, aber bis jetzt hat er seinen Job ganz gut getan, deswegen wollte ich ihn noch nicht ersetzen. Genauso wenig hat ein HDMI-Eingang die HDPVR1, die ich momentan noch benutze, und das wird vorerst physisch auch so bleiben. Und nun stand ich eben vor einem Problem, denn die Xbox One hat nur ein HDMI-Ausgang. Bam! Und das ist scheiße, deswegen habe ich mir mehrere Converter gekauft, damit ich sowohl meinen Bildschirm als auch die HDPVR mit meiner Xbox One benutzen kann. Und letztens ist der leider kaputt gegangen und damit konnte ich dann weder an der One zocken noch an der 360. Und jetzt habe ich ihn endlich
replacen lassen und bis jetzt funktioniert alles medium gut. Zum Aufnehmen funktioniert alles super gut, zum Spielen medium, weil irgendwas spackte ab und ich habe noch nicht festgestellt was, deswegen Bildverzerrungen und Zeug und bla, egal. Bereitet euch vor auf die E3 auf jeden Fall, es wird vieles kommen, was Halo angeht, also naja, schätze ich mal zumindest, es wird auf jeden Fall vieles gelüftet. Ich erwarte auch, dass vieles zu Halo 5 kommen wird, was man sieht. Was ja auch recht interessant ist. Übrigens, was ich auch noch ganz kurz erwähnen kann, ist ein Kommentar, der unter einem anderen Video gepostet wurde, nämlich unter unserem... Oder war das überhaupt unter dem... Egal, irgendwer hat gesagt, dass eventuell der andere Spartan auf dem Halo 5 Logo, der ist von... Also, ne? Man erinnert sich ja noch an Halo 4, an die Anfangs-Cutscene, wo Halsey so ausgefragt wird und hey, ich bin Halsey und ich bin irgendein böser Dr. Kerl, der im Hintergrund sitzt und dich ausfragt. Und dann kommt am Ende irgendwie, sagt dann Halsey, Spoiler, na gut, okay, es ist kein wirklicher Spoiler, es ist direkt am Anfang des Games, aber egal, für ihn, der es noch nicht gesehen hat, werde ich das jetzt kurz spoilern. Halsey sagt dann irgendwie so, bla bla, sie sind anders, sie fragen nicht nach meinen Verbrechen oder bla, irgendwie so. So, weil der hat dann mehr nach dem Chief gefragt und shit, nicht nach dem, was sie getan hat. What are you after? The others before you were naval intelligence, but you... You're something else. Do you believe the Master Chief succeeded because he was, at his core, broken? What does John have to do with this? Und dann ist er so plötzlich gekommen. Sie wollen den Chief ersetzen. You want to replace him. Genau. Und tja, eventuell ist das sein Replacement oder seine Ersetzung. Das klingt irgendwie spanisch. Also, nein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das klingt spanisch, oder? Ja, ich glaube, es passt sowieso oder so nicht. Egal, ich laber schon wieder Scheiße und davon viel, aber das kann ich gut. Und somit ist eventuell diese Person sein, ja, der ihn ersetzen soll. Genau, das war, was ich sagen wollte. Und das klingt doch interessant. So storymäßig, muss ich sagen. Finde ich zumindest. Na, egal. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von dem ganzen Zeug haltet, worauf ihr euch an der E3 am meisten freut. Und worauf ihr euch an der E3 am meisten freut. Ich glaube, das hat keinen Sinn ergeben. Egal. Ich habe jetzt gerade meinen Faden verloren. Was eigentlich egal war, weil der war eh schon zu Ende. Deswegen beende ich jetzt auch das Video. Ciao, tschüss, sagt der Crap.